Herzlich willkommen zurück in der letzten Runde 4 von 4 beim heutigen C-Sharp.NET Core Workshop. Sind in der Pause, in der Diskussion, beim Kaffee, beim Kuchen irgendwelche Fragen aufgetaucht, die wir unbedingt besprechen sollten, bevor wir mit neuen Themen weitermachen? Keine? Schön. Das ist hoffentlich ein gutes Zeichen, sodass ich die Dinge nicht komplett falsch erklärt habe und jetzt große Verwirrung herrscht. Na, freut mich wunderbar. Wir haben noch ein paar, ich habe es schon angekündigt, winzige Kleinigkeiten, die wir noch mitnehmen müssen, bevor wir uns auf die Sprache C-Sharp und dort Neuerungen im Bereich C-Sharp 7 auseinandersetzen können, was hier kommt bzw. was hier gekommen ist. Und zwar, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist als erstes Dependency Injection. Dependency Injection ist etwas, was auch wenn man über Microservices spricht, nicht ignoriert werden sollte. Und Dependency Injection wurde in ASP.NET Core jetzt zu einem First-Level-Citizen erklärt. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr irgendein externes System und ja, man kann natürlich weiterhin bei ASP.NET Core jedes beliebige Dependency Injection System verwenden, aber es gibt ein fixfertig eingebautes. Wenn ihr so eine Situation habt, dass ihr in eurem Microservice gewisse Dinge abstrahieren wollt, indem es irgendeine Fassade in Form eines Interfaces, abstrakter Basisklasse oder ähnliches gibt, dann könnt ihr diese Dinge mit dieser iService Collection publizieren. Funktioniert so, dass man in der Startup-Methode, in der Methode Configure Services hier zu diesen Services Singleton, Transient oder Scoped Objekte hinzufügen kann. Was bedeutet was? Singleton brauche ich wahrscheinlich nicht zu erklären. Jeder, der sich eine Instanz von MySingletonService wünscht, bekommt eine Referenz auf das gleiche Objekt. Deshalb Singleton. Ja, sollte relativ klar sein. Transient ist auch relativ klar und schnell erklärt. Jeder, der sich eine Instanz von MyTransientService wünscht, bekommt eine neue Instanz davon. Es wird ein neues Objekt davon angelegt. Scoped wiederum ist ganz wichtig für Web-Applikationen. Denn Scoped bedeutet, jeder, der sich in der Verarbeitung von einem REST-Request eine Instanz von MyScoped-Service wünscht, der bekommt immer eine Referenz auf das gleiche Objekt. Bei einem anderen Web-Request bekomme ich aber eine neue Instanz von diesem Scoped-Service. Diese Services hier, dieses MySingletonService, MyTransientService, das sind ganz normale Klassen. Die müssen überhaupt nichts Besonderes erfüllen. Das können selbstverständlich auch Interfaces sein, abstrakte Basisklassen, je nachdem, wie ihr das gestalten wollt. Wenn ihr das an dieser Stelle veröffentlicht habt, mit @SingletonTransient oder Scoped, dann könnt ihr in den einzelnen Controllern, nehmen wir uns den Greeting-Controller her, euch die Instanzen einfach im Konstruktor wünschen. Seht ihr das? Ihr sagt einfach, ich brauche einen Singleton-Service, ich brauche einen Transient-Service, ich brauche ein zweites Transient-Service, ich brauche einen Scoped-Service, was auch immer ich haben will. Das können jetzt wiederum Interfaces sein, abstrakte Basisklassen, was immer ihr tun wollt. Und dann wird sich ASP.NET Core automatisch darum kümmern, dass im Konstruktor die entsprechenden Instanzen dieser Services instanziert werden, angelegt werden und euch übergeben werden. Bedeutet, stellt euch vor, das wäre jetzt ein Interface oder eine abstrakte Basisklasse. Wenn ihr diesen Controller testen wollt, dann könnt ihr den im Rahmen des Tests ein Mock-Object in den Konstruktor injizieren, wenn ihr wollt. Und wenn dieses Ding produktiv läuft, dann verwendet ihr eben mit diesen @Singletons oder @Transients oder @Scoped, schmeißt ihr eure Implementierung, eure echte Implementierung dazu. Nachvollziehbar? Wahnsinnig kompliziert. Ja, ihr habt jetzt vielleicht das Gefühl, oh, da brauche ich aber mehr und da will ich gerne genau diesen Dependency Injection Container und so weiter. Googelt es einfach in docs.microsoft.com, findet ihr eine genaue Anleitung, wie ihr, wenn euch das nicht genügt, euren eigenen Dependency Injection Container hier hinzufügen könnt, sodass das dann so läuft, wie ihr das haben wollt. Aber das, was ich euch hier gezeigt habe, ist ganz simpel, funktioniert genauso, wie es sein soll und ist von Haus aus mit eingebaut in ASP.NET. Ich habe es vorher nicht erwähnt, das wollte ich noch kurz nachholen. Damit in engem Zusammenhang, und das ist der Grund, warum ich mir das gemeinsam aufgehoben habe, ist Unit-Testing.
Und Microsoft unterstützt im Moment zwei Unit-Testing-Frameworks direkt und die werden auch sehr gut dokumentiert. Natürlich gibt es auch andere Unit-Testing-Frameworks, die ihr natürlich auch verwenden könnt, aber von Microsoft werdet ihr primär Beispiele für MS-Test und XUnit finden. Das heißt, wenn wir XUnit ansehen, dann ist XUnit natürlich plattformübergreifend, funktioniert wunderbar auch auf Linux und Co. Und da gibt es noch ein paar interessante Aspekte zu betrachten. Diese Library zum Beispiel, wir wollen jetzt diese Business-Logik testen. Ja, komplizierte Business-Logik, wir wollen addieren und subtrahieren. Und dann haben wir an dieser Stelle einen Client, naja, der addiert und subtrahiert. Und hier haben wir genauso einen Unit-Test. Ich werde jetzt gar nicht lang darauf eingehen, was dieses XUnit ist, denn ich denke, ihr werdet erraten, was dieses Fact bedeutet und das assert.equal für euch gut zu lesen ist, das denke ich auch. Das ist spannend, dafür braucht ihr mich nicht, dass ich euch diese Dinge erkläre. Spannend ist das, was wir entdecken, wenn wir hier in das CSProj-File reinschauen. Was wir nämlich hier entdecken, ist, dass wir an der Stelle ein paar Package-References haben. Und zwar erstens haben wir eine Package-Reference auf XUnit selbst. Das ist das eigentliche XUnit-Testing-Framework. Ja, das ist das, was uns diese Fact-Attribut gibt und diese Assert-Equals und diese Dinge. Diese beiden Komponenten brauche ich, damit meine XUnit-Tests sich schön in meinen Test-Explorer einfügen. Seht ihr? Hier habe ich meine XUnit-Tests und die kann ich hier natürlich ohne weiteres mit einem Klick auch ausführen, debuggen und ähnliche Dinge. Also das sind die Mechanismen, die ich brauche, damit Visual Studio mit diesen XUnit-Tests umgeht. Das reicht aber immer noch nicht. Was ich zusätzlich noch brauche, damit ich glücklich bin, ist Folgendes. In der Konsole möchte ich gerne sagen können, .NET Test. Das ist ja das, was ich dann am Build-Server am Ende des Tages ausführe. Und das ist jetzt eine Erweiterung, eine Testerweiterung von XUnit. Und da seht ihr, zwei passed und einer skipped. Das ist korrekt. Ich habe bewusst bei einem drüber geschrieben, er soll ignoriert werden. Und das ist jetzt genau diese Integration, diese .NET CLI Tool Reference. Hier haben die XUnit-Entwickler eine Erweiterung der .NET Common Language, der .NET Command Line Interfaces gebaut, sodass die wissen, wenn .NET Test ausgeführt wird, dass erkannt wird, oh, das ist jetzt ein XUnit-Test und deshalb muss ich den XUnit-Runner dafür verwenden, dass der auch wirklich ausgeführt wird. Nachvollziehbar? Ja? Wenn wir uns im Vergleich dazu das MS-Test ansehen, tun wir das. Ich glaube nicht, dass ich euch erklären muss, was Unit-Tests sind. Das werdet ihr wahrscheinlich wissen. Also da brauchen wir jetzt nicht allzu sehr in den Code reinschauen. So seht ihr, sind stinknormale Unit-Tests, so wie ihr sie hoffentlich jeden Tag schreibt. Oder nicht? Ah, ich frage jetzt lieber nicht. Ich habe früher immer gefragt, wer schreibt Unit-Tests und es war immer eine unangenehme Sache im Raum. Okay, und da seht ihr, haben wir in diesem Fall die MS-Test, Test-Adapter, Test-Frameworks und ähnliches drinnen und da könnt ihr dann mit den eingebauten .NET-Tests arbeiten. Ja, je nachdem, welches Testing-Framework ihr haben wollt. XUnit, wie gesagt, und das Testing-Framework von Microsoft funktionieren sehr, sehr gut, sind beide auf docs.microsoft.com dokumentiert. Wählt, was immer ihr tun wollt. Mir persönlich ist es nicht so wichtig, welches Testing-Framework ihr verwendet, solange ihr testet und Unit-Tests schreibt. Ihr habt gesehen, es funktioniert in der CLI wunderbar. Das heißt, ihr könnt ohne weiteres auf CLI-basierten Build-Servern diese Dinge dann auch ausführen lassen und prüfen, ob eure Unit-Tests auch wirklich funktionieren. Da brauche ich keinen Visual Studio dafür. Schön. Diese 10 Minuten habe ich in der vorigen Session nicht mehr untergebracht und aus diesem Grund wollte ich sie schnell nochmal wiederholen. Und das war es jetzt auch schon, was ich euch noch zeigen wollte. Jetzt atmen wir mal tief durch, denn jetzt kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Jetzt haben wir genug über Microservices, über .NET Core, über .NET Standard und Co. uns unterhalten. Jetzt gehen wir eine Stufe runter, rauf, rüber, wie auch immer ihr das seht und schauen uns ein wenig an, was sich denn so in der aktuellen Version von Visual Studio 2017 und C-Sharp
in Sachen C-Sharp getan hat. Es gibt ja eine neue Version, C-Sharp 7. Mittlerweile gibt es auch schon die ersten Videos im Internet, was denn Microsoft so für die nächste Version von C-Sharp plant. Interessiert mich heute noch nicht, das ist mir noch zu weit weg. Wir schauen uns jetzt mal an, was sich so in der 7er-Version getan hat. Und das möchte ich gerne anhand von einigen Beispielen machen, die ich vorbereitet habe. Wir werden nicht allzu viel Code schreiben, aber wir werden uns etwas tiefer reinbegeben in die verschiedenen Bereiche und werden das Ding dekompilieren mit DNSpy und wir werden uns Laufzeit und Verhalten ansehen und solche Dinge mal sehen, wo uns die Reise hinführt. Mir geht es einfach darum, dass wir etwas genauer verstehen, was denn da im Hintergrund eigentlich abgeht. Ich habe diesen Teil unterteilt, diesen Teil meines Workshops, in mehrere Punkte und die sind hier in diesem C-Sharp 7 Testprojekt, ist auch in meinem Samples Repository, braucht ihr euch nichts aufzuschreiben, ist alles dort, einfach klonen und gut ist es. Da habe ich mal begonnen mit etwas, was recht simpel ist, ich habe es kurz schon erwähnt, das ist mal zum Aufwärmen, okay? Zum Aufwärmen und dazu, dass ich euch ein kleines Tool zeigen kann. Was ihr hier seht, das sind die Expression-Bodied Members. Und hier gibt es einige Dinge, die neu sind. Zum Beispiel, ihr könnt jetzt einen Expression-Bodied Constructor schreiben. Statt den geschweiften Klammern Return schreibt ihr jetzt einfach so ein Fat Arrow-Ding und alles ist gut. An dieser Stelle, Name, ein Expression-Bodied Property, eine Get-Methode, die nicht mehr sagt ReturnThis.name, oder eine Set-Methode, die an dieser Stelle Value verwendet oder eben NoName. Weiß zufällig jemand, wie dieser Operator hier heißt? Du wolltest was anderes sagen? Ich habe es, Entschuldigung, akustisch. Null Checks. Du möchtest hier an dieser Stelle Null checken und trotzdem eine Exception werfen, wenn dieses Ding Null ist und das in einer Zeile, oder wie meinst du? Ja, geht. Einen kurzen Moment Geduld, kommen wir dazu. Ja. Und zwar, was du mittlerweile hinschreiben kannst, ist, du kannst, machen wir es einfach gleich, du kannst hinschreiben, name gleich gleich null, Fragezeichen, und das ist jetzt klar, ja, das können wir hinschreiben, aber was muss ich hier tun? Normalerweise muss ich hier imperativen Code schreiben mit dem if. Ich kann aber jetzt neu an dieser Stelle sagen, argument null exception. Das ist jetzt brandneu in C-Sharp 7. Ich kann mitten rein in einen Ausdruck, in eine Expression, ein Throw-Statement reinschreiben. Und dadurch kann ich etwas, wo ich bisher schreiben musste, if name gleich gleich null, geschwungene Klammer, throw new argument null exception und dann geschwungene Klammer zu und dann und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. So kann ich jetzt in ein Inline-if-Statement in den if- oder else-Zweig throw reinschreiben. Ist neu und macht besonders in Verbindung mit diesen Expression-Bodied Members Sinn, denn jetzt kann ich etwas, wo ich normalerweise im Editor 4-5 Zeilen verbraucht habe, in einer einzigen Zeile sehr kompakt und schön zusammensetzen. Ob man jetzt das mag mit diesen vielen Fragezeichen und so Zeugs, das ist wieder, steht auf einem ganz anderen Blatt, ja, da müsst ihr selbst entscheiden. Aber es ist definitiv eine Option, die manche Leute machen. Und bitte für diejenigen, die es noch nicht gewohnt sind, macht ihr mir bitte nicht. Ja, das ist vorbei. Diese Zeit gab es mal. Stattdessen verwenden wir welchen C-Sharp-Operator? Nameoff, genau. Ganz genau. Denn dann bekommen wir Refactoring und dann bekommen wir die entsprechenden Editor-Unterstützungen. Okay? Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja? Sehr schön. Daumen hoch, das sehe ich gerne. So, schön. Ja, die sind jetzt nichts Besonderes. Natürlich kann ich, dass ich das auch für statische Methoden machen kann, das versteht sich von selbst. Aber ich möchte dieses Beispiel hier hernehmen, um euch mit einem Tool vertraut zu machen, das wir ein paar Mal jetzt dann brauchen werden. Manche werden es kennen, manche werden es nicht kennen. DNSpy, wer kennt DNSpy nicht? Oh, viele, wunderbar, merken. DNSpy ist der coolste Disassembler seit langem. Das ist ein tolles Produkt, mit dem, also Open Source, ja, könnt ihr auf GitHub nachsehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die letzte Version installiert habe. Auf jeden Fall mit DNSpy könnt ihr nicht nur disassemblieren, sondern ihr könnt auch den IL-Code umschreiben und was weiß denn ich alles. Wirklich sehr, sehr nerdig, was man hier alles damit anstellen kann.
Also genau richtig für uns heute. Und wir gehen jetzt einfach mal her, damit ich euch das zeigen kann. Und ich werde an dieser Stelle jetzt mal hier auf mein C-Sharp 7 Repo gehen. Da gehen wir in die Expression Bodied Members und machen uns einfach mal hier die... Lass mich schauen, kompiliere ich hier Release? Oh, ich kompiliere Release, dann schauen wir uns eben die Release-Version an, ist auch gut. Netcore 2 und da sind wir drinnen. Und dann können wir hier mal reingehen und dann schauen wir uns zum Beispiel, erinnern wir uns, wir hatten in der Pet-Klasse den Expression-Bodied-Member drinnen und dann können wir hier mal in den Konstruktor reinschauen. Und wenn wir hier oben umschalten auf C-Sharp, dann dekompiliert er mir das Ganze und oh Wunder, das ist eine stinknormale Methode. Also diese Expression-Bodied-Members sind nichts, was jetzt zu .NET oder Intermediate Language dazugekommen ist. Das ist schlicht und einfach Syntactic Sugar, das schmeißt der Compiler dazu. Der C-Sharp-Compiler fügt diesen Trick hinzu und dem .NET im Hintergrund ist das vollkommen egal, ob da jetzt Expression-Bodied-Syntax verwendet wurde oder die normalen geschweiften Klammern. Das ist einfach, ja. Ich wollte euch mit diesem Beispiel... Ich denke, damit habe ich euch nicht überrascht, dass das der Compiler macht. Aber ich wollte euch dieses kleine Tool vorstellen, denn wir werden es jetzt dann noch ein paar Mal verwenden. Ein wirklich nettes Werkzeug. Okay. Der nächste Schritt. Der ist etwas spannender jetzt. So, lass mich das hier schließen. Local Functions. Wie hat man früher Local Functions gebaut? Ja, schauen wir uns so mal an. Was ist überhaupt eine Local Function? Eine Local Function seht ihr hier, ich zoome ein wenig rein, dass man das wirklich gut lesen kann. Eine Local Function ist eine Funktion, wie hier zum Beispiel in der Zeile 29, die Funktion add. Und diese Funktion soll vom Scope her ausschließlich in einer anderen Funktion drinnen erreichbar sein. Warum könnte man so etwas machen wollen? Naja, es könnte sein, dass ihr eine Funktion braucht, eine Helper-Funktion, die wollt ihr innerhalb einer größeren Funktion genau zweimal verwenden, aber die Helper-Funktion, die ist ganz spezifisch für genau diese zwei Fälle. Es macht keinen Sinn, die als Private Member eine Stufe weiter draußen zu definieren, weil das passt einfach nur in den Kontext von dieser einen Methode. Ja. Man könnte es auch jetzt böser formulieren. Wenn ich eine Methode innerhalb der Klasse definiere, dann muss ich sie vielleicht dokumentieren, weil es da diese blöde SonarCube-Regel gibt. Aber die lokalen Funktionen, die brauche ich nicht. Ja. An dieser Stelle mache ich einfach eine Lambda-Funktion. Schaut her, ich definiere mir hier eine Lambda-Funktion. Ich hoffe, das kennen alle. MathOp ist ein Delegate, den ich hier definiert habe in meinem kleinen Helper-Programm. Das ist nichts anderes als eine Funktion, die int zurückgibt und zweimal int empfängt. Gar nicht schwierig. Das heißt, ich mache mir hier eine MathOp und das ist eine Lambda-Funktion und die rufe ich hier drinnen auf. By the way, ich hoffe, das kennt jeder hier, das ist ein sogenannter Template-String, das wird im Hintergrund zu einem String.format, ja, nichts anderes. So, Fragen dazu? Klar, oder? So, bitte? Ach, weil ich gerade Lust hatte, eine MathOp zu definieren, damit ich nicht int dort stehen habe, sondern damit ich das Ding dokumentieren kann. Das ist immer wieder eine Diskussion, die ich sehr häufig führe. Warum macht man überhaupt noch Delegates? Ich könnte ja auch eine Funcof String int String DateTime int machen. Das Problem ist, ich sehe anhand der Datentypen nicht, was die verschiedenen Parameter sollen und so kann ich denen, okay, zugegeben, A und B sind keine sonderlich guten Namen, aber ich könnte ihnen gute Namen geben und ich könnte da oben drüber sie Sharp-Doku setzen. Aber ansonsten hast du recht, kein besonderer Grund, ist mir nicht wichtig. Okay, das ist eine Lambda-Funktion, sollte an sich nichts Besonderes sein, also eine Basic Local Function. Und wenn wir uns jetzt mal ansehen, was da im Hintergrund passiert, dann gehen wir mal her, bilden wir den Spaß und werfen nochmal unseren DNSpy an, open, und gehen hier in unsere Local Function Lambda, bin, release, netcore app 2 und so weiter. Und dann klappen wir auf und jetzt beginnt die Sucherei. Moment mal, wir sind hier in der Basic Local Function hier und da sind wir in dem Program drinnen, seht ihr das? Die wollen wir haben, Program.
Und da drinnen gibt es meine Basic Local Function und ja, der C-Sharp-Code sieht rückwärts kompiliert eigentlich genauso aus wie vorher, mit dem kleinen Unterschied, dass wir hier keinen Template-String drinnen haben, sondern wir sehen, dass der C-Sharp-Compiler den Template-String einfach durch String.format ersetzt. Gut, aber ansonsten sieht das eigentlich gleich aus. Jetzt schauen wir mal uns diese Intermediate Language an. Und worauf ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte, ist der Kollege hier. Ja? Hier haben wir ein New Object, eine New Object Intermediate Language Referenz drinnen. Da wird ein Objekt am Heap angelegt. Wenn wir uns aber den Quellcode ansehen, dann sehen wir, dass wir hier nirgends ein New Statement drinnen stehen haben. Was passiert hier? Warum wird ein New angelegt? Antwort: der Delegate. Der Delegate ist hier nicht unser Freund. Der Delegate ist selbst ein Objekt, das am Heap lebt und in dem Delegate drinnen ist dann die Referenz auf die eigentliche Funktion. Okay? Das ist ein klein wenig das Problem, das wir mit dieser Lambda-Funktion haben. Wir legen ein Objekt im Heap an. Okay, aber an sich nichts Tragisches. Nun lassen wir es mal so. Wie schreibt man das jetzt in der schönen neuen Welt? In der schönen neuen Welt schreibt man eine lokale Funktion genau so. Ja? Der Unterschied ist sehr subtil, ja, weil ich hier die Expression-Bodied-Member-Syntax verwendet habe, genau die ich euch vorher gezeigt habe, nur es gibt hier keinen Delegate mehr. Seht ihr das? Das ist eine stinknormale Funktion. Für die, die mit den Delegates nicht so vertraut sind, das ist genau das Gleiche, wie wenn ich hier sage return. Das ist exakt das Gleiche. Ich habe es halt einfach nur kürzer geschrieben mit dem Fat Arrow, damit wir hier das in eine Zeile bekommen. Das ist alles. Aber achtet drauf, hier habe ich jetzt eine vollständige Funktionsdeklaration innerhalb einer Funktion. Das heißt, diese Methode add ist nur gültig innerhalb dieser Funktion. So, und dann wollen wir uns natürlich mit unserem Freund DienstBy ansehen, File open, wie denn das jetzt aussieht. Und da schauen wir in unsere Local Function bin release netcore app 2, dann schauen wir hier in der Local Function rein. Wiederum Sucherei, wieder unser Programm und wo ist meine Basic Local Function? Da ist meine Basic Local Function. Seht ihr, um wie viel kürzer die Angelegenheit ist? Ich kann gern reinzoomen. Entdeckt ihr hier noch irgendwo ein New Object? Nein, entdeckt ihr nicht mehr. Nicht mehr zu finden, sondern stattdessen haben wir jetzt etwas Neues hier. Wir rufen hier eine Funktion auf mit Call, seht ihr das? Und wenn ich da drauf klicke, dann landen wir hier in einer eigenen generierten Methode, die wird direkt aufgerufen. Da wird vorher kein Delegate mehr am Heap angelegt, sondern es wird direkt diese Methode aufgerufen. Das ist der riesengroße Unterschied von Local Functions zu guten klassischen Lambdas. Und wirklich einen Unterschied macht das Ganze, wenn man ein Programm schreibt, das sehr häufig diese Dinge macht. Ich zeige euch ein Beispiel, das ich hier reingegeben habe. Ich habe hier dieses Many Calculations drinnen. Zugegeben, die Sinnhaftigkeit von diesem Many Calculations, die ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber trotzdem, ich kann es euch mal zeigen, der tut nichts anderes, als dass er 10 Sekunden lang in einer Schleife innen drinnen, in einem Method Body, diesen Delegate anlegt und diesen Delegate dann auch wirklich ausführt. Während wir auf der zweiten Seite in der Many Calculation nichts anderes tun, als diese lokale Funktion aufzurufen. Wo könnte jetzt wirklich der riesengroße Unterschied sein? Der riesengroße Unterschied ist der Garbage Collector. Ja? Lasst uns das ausprobieren. Wir schnappen uns unsere Local Function Lambda, die wohlgemerkt Release kompiliert ist, bin Release, netcore app 20, und dann nehmen wir genau den daher und sagen hier copy as path und dann werfen wir hier unseren Freund Perfview an. Perfview, für die, die ihn nicht kennen, ist ein äußerst praktisches Werkzeug, mit dem man Performance Profiling durchführen kann. Da sage ich jetzt collect run. Moment, ich muss in das richtige Verzeichnis, sonst kommen wir hier durcheinander oder ich komme durcheinander. So, jetzt collect run. .NET. Ich starte die .NET Core Runtime. Ups, da hatten wir schon Anführungszeichen drinnen. Und ich werde hier nur ein paar Winzigkeiten einstellen. Es geht mir hier nicht um die Details von
von Purview. Ja, das passt. Und dann lassen wir dieses Ding mal laufen. So, dieses Ding läuft jetzt dahin und dahin und dahin. Für 10 Sekunden macht jetzt der einigermaßen viel Arbeit und nach 10 Sekunden sollte sich dieser Prozess in etwa wieder verabschieden. Genau, jetzt ist er fertig und damit, hopp, yep. So, und wo ist er jetzt? Ah ja, hier ist er. Genau, Purview Data ETL. Das Besondere, worauf ich hinaus will, sind jetzt die GC-Stats und ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen geöffnet. So, .NET Local Function Lambda. Und seht ihr, das ist es, was ich euch zeigen wollte. In diesen 10 Sekunden haben wir 2630 Garbage Collector Runs in der Gen Zero verursacht. Warum? Weil wir einfach nur Delegates am Heap angelegt haben und unser Gen Zero Heap ständig gefüllt war. Der .NET Garbage Collector hat hier eine Menge Arbeit, die er eigentlich nicht bräuchte, nur wegen diesen blöden Delegates. Wenn wir uns im Vergleich dazu jetzt das andere mal ausführen. Ja, ich gehe hier auf Run und dann holen wir uns hier jetzt die Local Function her, bin Release Netcore App. Dann nehmen wir dieses Mal die mit der Local Function her. Bang und Run. Dauert wieder einen kurzen Moment, irgendwo so um die 10 Sekunden. Und dann schauen wir, wie es jetzt dem Garbage Collector geht. Und dann versuchen wir daraus eine generelle Handlungsanweisung abzuleiten. Wir wollen nicht bei jedem Programm immer wieder den Purview starten müssen. Ja, vor allem wenn er abstürzt. Schauen wir, ob er trotzdem noch dazugekommen ist, die Daten aufzuzeichnen. Wo ist er? Wo ist er? Ich entdecke ihn nicht. Ich entdecke ihn nicht. .NET Local Function. Ja, es ist sich noch ausgegangen. Er ist nur beim Runterfahren abgestürzt. Das ist es, was ich sehen will. Ja? Zero Garbage Collection Runs. Niente. Null. Genau das will ich haben. 2600 im Vergleich zu null. In Erinnerung. Was war die Änderung? Holen wir uns das nochmal in Erinnerung. Das hier war einfach eine lokale Funktion. Und da hier drüben haben wir diesen Delegate angelegt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr in Zukunft Local Functions verwendet wollt, dann schreibt bitte Local Functions und keine Lambdas und keine Delegates. Ihr werdet keinen großen Nachteil haben. Denn alle anderen Sachen, ich gehe nochmal hier in meine Local Functions rüber, die funktionieren einfach, wie man sich's erwartet. Wenn ihr beispielsweise eine asynchrone Local Function haben wollt, die einen Task zurückgibt und intern eine Wait macht, braucht nicht darüber nachzudenken. Funktioniert einfach. Wenn ihr beispielsweise eine Closure haben wollt, ja, eine lokale Funktion, die hier eine gecapturete Variable verwendet, kein Problem, funktioniert einfach. Wer im Raum weiß nicht, was ich meine mit Closure? Wenn keiner aufzeigt, werde ich es nicht erklären. Okay, einer opfert sich. Closure bedeutet, ich kann das hier noch schöner zeigen, in dem nächsten Beispiel. Schaut euch bitte diese lokale Funktion an, Zeile 79. In der Zeile 79 wird eine lokale Funktion definiert, die hier Random Value verwendet. Und Random Value ist eine lokale, ein Value Type, der lokal am Stack innerhalb der Methode Return Closure lebt. Okay? Wir geben aber an dieser Stelle die lokale Funktion als Function Pointer zurück. Wir rufen sie nicht auf. Seht ihr, was ich meine? Das heißt, der Caller hat dann einen Pointer auf eine Funktion, die eine lokale Variable verwendet, die irgendwo am Stack lebt, aber der Stack ist längst aufgeräumt, den gibt es nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Wie lange lebt denn die Variable Random Value? Ja, solange die Methode Return Closure läuft, danach ist Schluss. Dann wird das aufgeräumt. So haben wir es gelernt, oder? Jetzt haben wir ein Problem. Ja, und das ist eine Closure. Diese beiden Dinge, diese Methode und dieser Wert hier, die sind in ein Naheverhältnis gebracht. Ja, das stimmt jetzt nicht ganz, das passt nicht ganz, was ich sage, aber ungefähr erkläre ich sie mir ganz so. Sie sind close to one another, Closure. Ja? Ihre Lebenszeit muss aneinander gebunden sein. Ja? Und genau das macht der C-Sharp-Compiler draus. Wenn wir uns die Intermediate Language ansehen,
Wie das im Alten und im Neuen funktioniert hat, ist das fundamental unterschiedlich. Das ist ganz interessant, sich das anzusehen. Wir haben einen Workshop, also da haben wir mal die Zeit, uns das in aller Ruhe zu Gemüte zu führen. Ich werde hier mal beginnen mit der Local Function Lambda, bin, release, netcore 2, genau. Da kann ich gerne auf Sharp umstellen, das ist kein Problem. Und wenn wir hier dieses Return Closure uns ansehen, dann müssen wir doch auf die IL umschalten, sonst sehen wir es nicht. So, Return Closure an dieser Stelle, dann entdecken wir hier, dass, seht ihr das hier, eine ganz eigenartige Klasse zurückgegeben wird. Ja, dieses komische Display Class 5.0 mit Sonderzeichen und was weiß denn ich. Klicken wir da mal drauf und schauen wir es uns an. Das ist nämlich genau, wo haben wir es denn? Unsere, sehe ich sie hier? Ja, die Display Class 5.0, die ist hier drinnen. Und jetzt schaut mal rein, was hier gemacht wurde. Es hat hier der C-Sharp-Compiler wegen der Closure eine eigene Klasse angelegt mit einem ganz eigenartigen Namen, Spitzklammer C, Display Class 5, bla. Und dort hat er die Methode, klicken wir da mal drauf, das ist jene Methode, die die einfach nur beiden Integer-Werte plus Random-Value addiert und den Random-Value zusammengebacken. Also anstatt hier einfach nur einen Delegate zurückzugeben, war der C-Sharp-Compiler schlau genug, dass er den Delegate plus die Variable, die da drinnen vorkommt, in eine gemeinsame Klasse zusammenpackt. Und in Wirklichkeit gibt er eine Instanz dieser Klasse zurück und nicht nur den Delegate. Und dadurch, dass er das zusammenpackt in eine gemeinsame Klasse, Member und Funktion, ist die Lebenszeit von Random Value und unserer Methode aneinander gekoppelt. Denn beide leben so lange, wie die Klasse lebt. Ja? Diese Klasse sieht man nicht, ja? Die passiert im Hintergrund, das macht der C-Sharp-Compiler automatisch und das ist das, was hier als Closure eben bezeichnet wird. Wenn wir uns die Methode sehen, die Add-Methode, dann sehen wir, dass die einerseits die zwei Input-Parameter x und y, die hier, addiert und zusätzlich addiert sie noch den Random-Value, der in der gleichen Objektinstanz drin ist. Wenn wir jetzt in unsere Local-Function Nachvollziehbar? Alles gut? Closure jetzt klar? Magie, die da im Hintergrund passiert, auch klar? Schön, ausgezeichnet. Also, die Closures funktionieren genau, wie man es erwarten würde. Insofern habe ich hier keinen Nachteil, den ich euch sagen könnte. Ich würde an eurer Stelle so lokale Funktionen in Zukunft nur noch so schreiben und die alte Lambda-Schreibweise einfach gedanklich auslaufen lassen. Brauchen wir nicht mehr. Für lokale Funktionen, für andere Zwecke natürlich schon. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Riesengroßer Unterschied. Die Frage war, gibt es hier einen Unterschied zwischen den beiden? Ja, gibt es. Und zwar. Return Closure. Genau. Und da hatten wir die Display Class 5. Nicht in diesem Beispiel, aber im Beispiel davor. Und zwar, wenn wir uns ganz kurz ansehen, diese Closure hier, an der Stelle, wo wir den Random Value, wo jetzt nicht die Closure-Funktion zurückgegeben wird, sondern hier wird ein Delegate erstellt, wo wir hier dieses Random Value-Zeugs nur innerhalb der lokalen Funktion verwenden. Wenn wir hier reinschauen in die Variante mit den Lambdas, dann wird an dieser Stelle die Display Class 3 verwendet, seht ihr das hier? Und da haben wir jetzt genau das, was ich euch gerade erklärt habe. Das, was wir erwarten. Das ist eine ganz normale Klasse, nichts Besonderes, so wie wir es erwarten, ja, eben eine Klasse.
Wenn wir allerdings die Closure-Methode in der neuen Variante ansehen, dann wird hier die Display Class 4 angelegt. Ja? Und da müssen wir genauer reinschauen, was das hier ist. Denn wenn ihr ganz genau reinschaut, dann werdet ihr an dieser Stelle sehen, dass die Display Class 4, das ist diese Closure-Variante, eine Optimierung erfahren hat. Die wird nicht zurückgegeben, sondern diese Funktion wird dann nur innerhalb der Funktion erstellt. Das heißt, hier haben wir nur diesen Return-Value drinnen und wenn wir da genau raufschauen, dann sehen wir an dieser Stelle, dass es sich bei der Display-Class 4, bei der generierten Klasse, in Wirklichkeit um eine Struktur handelt, um einen Value-Type. Das heißt, wenn wir hier auf die Closure-Methode draufschauen, dann sehen wir, dass hier die Methode, unsere, wo haben wir sie denn, die Add-Methode, hier, die wurde umgeschrieben. Ich kann hier mal draufklicken und dann werdet ihr hier feststellen, dass diese Methode von der C-Sharp Runtime erweitert wurde um einen dritten Parameter, obwohl wir das nie hingeschrieben haben. Wenn wir uns die ansehen, diese Methode hat nur zwei Parameter, aber in diesem Fall hat der C-Sharp Compiler erkannt, dass diese Funktion, diese lokale Funktion nie zurückgegeben wird. Aus diesem Grund kann er einfach die Funktion save umschreiben und übergibt ihr den dritten Parameter als Value-Type über den Stack und hat damit überhaupt keine Notwendigkeit, am Heap irgendetwas anzulegen. Wiederum, wir sparen Arbeit für den Garbage-Collector. Beantwortet das deine Frage? Das heißt jetzt, wenn man die Funktion nur lokal benutzt, sollte man das dann verzichten. Mhm. Grundsätzlich gebe ich dir recht mit deiner Aussage, ich würde aber in beiden Fällen jetzt das neue Feature verwenden, denn so hast du es einheitlich und mir würde kein Nachteil einfallen. Ja? Okay, cool. Local Functions. Und ihr habt gesehen, der DNSpy ist schon eine äußerst praktische Angelegenheit und mit dem Purview habe ich versucht, euch zu zeigen, was hier der riesengroße Performance-Unterschied ist. Okay? Cool. Next one. Der nächste ist wieder so eine Sache zum Durchatmen. Ja, das ist gemütlich, nichts Besonderes, aber super praktisch. Richtig, richtig, richtig praktisch. Was wir nämlich endlich tun können, ist, dass wir, ja, schauen wir uns erst die klassische Variante an. Wir haben irgendeine Methode, tryParse zum Beispiel, und diese Methode, die bekommt einen String und sie gibt einen Output-Parameter zurück, nämlich Number. Und da müssen wir immer diese eine blöde Zeile da oben schreiben, diese Zeile 18, nicht mehr. Jetzt können wir direkt an der Stelle sagen out var und damit sparen wir uns eine Zeile Code. Ah, cool, eine Zeile Code weniger, oder? Ein Tag, an dem wir weniger Code am Ende haben, als wenn wir reingehen in den Tag, ist ein guter Tag. Ein Tag, an dem wir Code löschen können, ist ein guter Tag. Ja, keine riesengroße Sache, aber trotzdem, es ist recht bequem und recht nützlich. Speziell, wenn man dann solche Sachen hat, wo man mehrere solche Out-Variablen hat, dann muss man nicht vorher die alle deklarieren, sondern kann sie einfach verwenden. Eine Kleinigkeit kann ich hier noch erwähnen, diesen Underscore. Der Underscore kann bei Out-Vars verwendet werden, um zu signalisieren, interessiert mich nicht. Ja? Ich muss hier nicht hinschreiben outvar underscore oder outvar underscore underscore, sondern ich schreibe einfach hin out underscore und das bedeutet Dummy, interessiert mich nicht, mach damit was immer du willst, ich werde es nicht verarbeiten. Bitte. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie angesehen. Ich glaube nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber möglicherweise vielleicht irgendeine winzig kleine, tiny. Gute Frage, werde ich mal mitnehmen, vielleicht fällt mir noch was ein dazu. Aber habe ich noch nie genauer untersucht. Okay. Also, outvars, ja, nichts Großartiges, aber ganz nützlich. Im Hintergrund, ich könnte es jetzt wieder mit DNSpy zerlegen, glaubt mir einfach, es wird für beide Methoden, für Classic und für C-Sharp 7, exakt der gleiche Intermediate Language Code generiert. Exakt der gleiche, kein Unterschied. Okay. Das war jetzt zum Durchschnaufen. Das war so wie beim Laufen, so diese gemütliche kleine Runde im Intervalltraining und jetzt geht's wieder, jetzt treiben wir den Puls wieder in die Höhe. Denn jetzt kommen wir zu einer der größten Änderungen, eigentlich die größte Änderung, wenn ihr mich fragt, und das ist das Thema Pattern Matching. Das kann wirklich die Struktur von Code verändern, jetzt auch wieder nicht
riesig, aber doch ein klein wenig. So, lasst mich hier ein wenig zusammenklappen und dann schauen wir uns die Geschichte hier mal an. Klick, klick, klick und klick. So. Das hier ist Pattern Matching. Ja? Schaut euch mal an, diese lokale Funktion, Jack Classic, hier wird nichts anderes gemacht als ein Object wird übergeben, hier, Object, und innerhalb der Methode müssen wir prüfen, ob Object zufällig ein String ist. Ja, hat man öfter diese Notwendigkeit. Ich bekomme ein Interface, IEnumerable, und will herausfinden, ob es in Wirklichkeit ein Array ist, weil ich über einen Indexer dann zugreifen kann, zum Beispiel. So. Und so hätte ich das früher geschrieben und da hätte ich die as-Methode verwendet, den as-Operator und so weiter und so fort. In C-Sharp 7 habe ich jetzt dieses Konstrukt und das ist ein Pattern Matching. Ja, das ist tatsächlich jetzt unser Pattern Matching und ich kann euch hier im Roslyn Syntax Visualizer auch zeigen, dass das wirklich etwas fundamental Neues ist. Wenn wir nämlich, seht ihr hier, wenn wir da reinzoomen, dann werden wir hier feststellen, dass wirklich der C-Sharp-Compiler, der Roslyn Syntax Tree, jetzt erweitert worden ist um etwas ganz, ganz Neues, nämlich um sogenannte Pattern Expressions. Ja? So, jetzt zerlegen wir uns so eine Pattern Expression mal. Im Prinzip ist es der Operator is, den wir schon kennen, aber achtet darauf, dass hier danach ein Typ folgt, eine Typangabe, String. Object is string name. Und im Wesentlichen sagt das Folgendes aus. Wenn Object tatsächlich ein String ist, dann bitte deklariere eine lokale Variable mit Namen name und lass mich auf dieses name typgesichert zugreifen. Wenn ich also hier den Mauszeiger drüber stelle, dann werdet ihr hier sehen, dass name ein String ist. Das ist aber der typegecastete Wert von Object. Und das gibt es nur innerhalb dieses Ifs hier drinnen. Ja? Dieses Name hier, Name, Punkt, an der Stelle, alles wunderbar, das ist mein String. Außerhalb, wenn ich schreibe Name, Punkt, dann ist es immer noch mein String. Interessant. Was würde jetzt passieren, wenn wir hier sagen, console.write.line Name? Wir bekommen einen Fehler. Wir bekommen einen Fehler, denn in Wirklichkeit passiert Folgendes. Die Variable Name wird sehr wohl, wie bisher, ihr seht das hier, im Scope von Jack C-Sharp 7 angelegt. Also die Variable Name gibt es nicht nur innerhalb dieses If-Blocks, die gibt es für die ganze Methode. Nur C-Sharp ist so schlau zu wissen, dass Name nur dann einen Wert hat, wenn wir innerhalb diesem If drinnen sind. Denn nur dann ist sichergestellt, dass Object auch tatsächlich ein String ist. Ich kann also keine zweite Variable name anlegen, das geht nicht, var name ist gleich, funktioniert nicht, weil er sagt, tut mir leid, name ist schon vergeben, aber ich kann auf name auch nicht mehr zugreifen, denn es ist nicht sicher, dass name außerhalb des ifs einen Wert hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, bitte. Basisklassen, wir kommen gleich dazu. Du hast das vielleicht entdeckt, dass ich da oben so Animal, Dog und Cat drinnen habe, das deutet. Okay, ja. Schon klar, müssen wir uns ansehen. Die typischen Geschichten, um die du fragst, sind wahrscheinlich die hier. By the way, ich habe hier noch ein kleines anderes Feature mit eingebaut. Man kann mittlerweile tausender Trennungen in Konstanten einfügen, einfach in Underscore. Also das ist nichts anderes als 1024, aber gegliedert, damit man die Konstante besser lesen kann. Das könnt ihr auch gerne bei Binaries oder bei Hacks machen. Vollkommen egal, wird vom Compiler einfach weggeschmissen. Das ist wirklich nur zur Dekoration. Wenn ihr eine Milliarde hinschreiben wollt, dann ist es vielleicht leichter, die Nuller zu zählen, wenn da Underscores drin sind. Aber jetzt schauen wir uns dieses Pattern Matching an. Schaut mal hier. Angenommen, ihr bekommt Numbers und dieses Numbers ist ein IEnumerable of Int. Dann könnt ihr mit Pattern Matching auch generische Typen prüfen. Ihr könnt also sagen, wenn es sich bei Numbers um eine I-List handelt, dann möchte ich gerne auf diese I-List mit dem Namen NumberList zugreifen. Und das Schöne ist dann, dass ich hier mit der Add-Methode etwas zuweisen kann oder ich kann mit eckigen Klammern indizieren. Und ich glaube, das beantwortet deine Frage schon, denn IEnumerable ist ein Vorfahre von I-List, ist eine Basisklasse, ein Basisinterface von I-List. Und das Gleiche funktioniert hier mit Klassen,
Animal ist ein Tier, ein Hund ist auch ein Tier und ich kann dann mit is abfragen, ob es sich um die Ableitung Dog handelt. Ja? Wir deklarieren hier tatsächlich eine neue Variable. Klar soweit? Okay, dann trauen wir uns einen Schritt weiter. Type Pattern in Switch. Type Pattern in Switch ist jetzt was, was irgendwie ganz ungewohnt ist für C-Sharp-Entwicklerinnen und Entwickler, die es noch nicht gesehen haben. Warum? Schaut mal her. Hier haben wir O. O ist vom Typ Object. Und ich kann jetzt an dieser Stelle als ein Beispiel eine Konstante in das Case-Statement reinschreiben. Ja, das hatten wir bis jetzt auch schon, ist noch nichts Besonderes. Aber in der nächsten Zeile, jetzt spannend, in der nächsten Zeile steht drinnen String Object Name. Das heißt, an dieser Stelle kann ich im Switch-Statement prüfen, ob O in diesem Fall ein String ist. Und C-Sharp ist noch dazu so schlau, zu erkennen, dass davor schon eine Konstante abgefragt wurde, die auch ein String ist. Das heißt, die Reihenfolge der Case-Statements spielt mittlerweile eine Rolle. Es ist wichtig, dass dieses Foo vor dem String-Object-Name dort steht, denn sonst würde diese generische Case-Geschichte immer anspringen und ich würde nie das Foo bekommen. In vielen Fällen schreit der C-Sharp-Compiler sowieso. Das heißt, wenn ich das hier runterscrolle, na, in diesem Fall, doch, er schreit, ja. In diesem Fall schreit er, aber es gibt andere Fälle, wo er nicht schreit. Also die Reihenfolge spielt eine Rolle. Das ist so eine typische Geschichte. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen und einen sogenannten Case Guard hinzufügen, eine Wache, die dort steht und sagt, ja, ist ja gut und schön, wenn dieses Ding Double ist, aber interessieren tut es mich eigentlich nur dann, wenn es ein Double ist und noch zusätzlich größer als 100 ist. Übrigens, diese Sache hier, dieses When, dieser Case Guard, den kann man nicht nur in Verbindung mit Pattern Matching verwenden. Ja? Den könnt ihr auch in einem ganz normalen Switch Case Statement verwenden. Ja? Switch Weekday, Case Saturday, When und dann irgendeine zusätzliche Bedingung. Überhaupt kein Problem. Ist nicht limitiert auf Pattern Matching. Das hier unten, dieses Var, tut nichts mehr zur Sache. Das ist wie ein Default. Das ist immer wahr. Wahr ist alles, auch Object ist wahr. So, schaut euch das mal in Ruhe nochmal durch. Gibt es Fragen zu diesem Switch? Was man einfach sehr häufig hat in C-Sharp-Implementierungen, besonders wenn man Frameworks baut, ist, dass man eine Methode nach dem Prinzip designt, das absolute Minimum von dem, was ich brauche, setze ich als Parametertyp voraus. Ich habe irgendeine Methode, die heißt meinetwegen Search und die soll in einer Collection suchen. Die könnte sagen, gib mir irgendein IEnumerable und ich suche. Und dann könnte man in dieser Methode nachsehen, sagen, ja Moment mal, wenn es aber nicht ein IEnumerable ist, sondern ein ILIST, dann kann ich ja vielleicht effizienter suchen. Wisst ihr, was ich meine? Und das sind so typische Geschichten, wo man sehr schön mit diesen Switch und diesen Pattern Matches arbeiten kann. Ja? So. Klappen wir zu. Wo haben wir es? Wo ist es? Genau, Type Pattern. Schauen wir uns das Null-Check Pattern an. Mit dem Pattern Matching kann ich an dieser Stelle auch prüfen, ob etwas null ist. Und da möchte ich euch eure Aufmerksamkeit auf diese beiden Zeilen hier lenken. Okay? Schauen wir uns die Zeile 103 an. Die Zeile 103 verwendet hier einen Operator, der, wie heißt, wisst ihr das zufällig? Nicht null coalesce, sondern richtig, null conditional. Null conditional bedeutet, folge dem Punkt oder dem Indexer nur dann, wenn der linke Teil des Ausdrucks nicht null ist. Ansonsten gib null zurück. Das heißt, hier prüfe ich und sage, wenn Customers nicht null ist, dann nimm dir den nullten Datensatz. Wenn es einen nullten Datensatz gibt, dann nimm die Orders. Wenn es eine Orders gibt, dann nimm bitte den nullten Datensatz und wenn es den gibt, dann greif bitte auf Revenue zu. Und das Ergebnis, und darauf wollte ich eben hinaus, ist ein Double-Fragezeichen. Ein Double-Fragezeichen, also ein Nullable-Double. Warum? Ja, weil hier an dieser Stelle überall so ein Fast-Exit passieren kann. Das heißt, es kann passieren, dass
dass es dieses Ding nicht gibt, weil irgendetwas in der Mitte null ist. Und dann kann ich Pattern Matching verwenden, um das Ganze auf null zu prüfen. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, hier sage ich, und das ist das Wichtige, hier sage ich nicht mehr Double Fragezeichen, sondern hier sage ich Double. Also hier wird überprüft, ob es sich um ein Nullable Double, sprich um einen Null Double handelt, oder tatsächlich um einen Double, der eben nicht null ist. Nachvollziehbar? Das Coole ist es dann, wenn wir hier in die Zeile 109 schauen. Dann kann ich nämlich Pattern innerhalb des Selbst das Pattern Matching durchführen. Dann habe ich die lokale Variable NumResult definiert und kann dann in der Binary End sofort auf dieses NumResult zugreifen. Und muss nicht mehr prüfen, ob dieses Ding mit hasValue und .value und lauter so Zeugs brauche ich nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Cool. Fragen? Gut soweit? Schön. Constants. Constants ist an sich auch etwas recht Einfaches. Stellt euch Folgendes vor, ich habe ein Object, 42. Ja. Das hier würde in so einem Fall nicht funktionieren. Warum? Es steht drüber, dass es nicht funktioniert. Aber warum funktioniert es nicht? Angenommen, ihr bekommt ein Object als Parameter und prüft dann auf 42. Ja, ich will ein besonderes Wort hören. Boxing. Ja, das ist dieses Thema, das da dahinter steckt, dieser Mechanismus, dass wir eine Konstante als Object betrachten können, wo dann .NET hergeht und das über Boxing in eine Reference-Variable, über einen Reference-Typ umwandelt, ganz genau. Und aus diesem Grund geht es nicht, ich müsste jedes Mal schreiben something.equals 42 und das ist eine Methode, ist alles langweilig. In diesem Fall kann ich jetzt neu hinschreiben is 42, is Konstante. Ja? Und das geht auch mit Object. Und der kann das. Das ist ein sogenanntes Constant Pattern. Da brauche ich die Equals-Methode nicht mehr aufzurufen. Ja? An dieser Stelle in der Zeile 130 seht ihr eine weitere Anwendung von Pattern Matching. Versuchen wir mal zu zerlegen, was diese Zeile 130 macht. Something is Object. Ja? Und im ersten Teil von diesem Statement wird überprüft, ob something von Haus aus Integer ist. Wenn something von Haus aus Integer ist, ist gut, dann können wir einfach auf SumNumber zugreifen und alles ist in Ordnung. Aber wenn something kein Integer ist, dann tritt der zweite Teil der Oder-Bedingung in Kraft, dann wird an dieser Stelle something auf String konvertiert und mit der TryParse-Methode wird versucht, die String-Repräsentation in einen Integer mit out umzuwandeln. Ja? Ich mache also ein out auf die davor definierte Pattern-Matching-Variable. Gesehen? Also ich bekomme ein Object und ich sage, wenn es Integer ist, alles gut, wenn es kein Integer ist, nur dann probiere ich es einfach mit konvertieren in String und TryParse. Und wenn dieses TryParse schief geht, weil in Wirklichkeit die String-Repräsentation auch keine Zahl ist, nur dann geht er eben nicht rein in das if. Nachvollziehbar? Ich denke, diese Beispiele sind es, wo dann schon klarer wird, dass man hier sehr schnell und eigentlich recht schön mit wenigen Zeilen Code ja, relativ viel erreichen kann. Das bräuchte sonst schon die eine oder andere zusätzliche if-Anweisung. Ich habe mittlerweile mit Unmengen an Teams darüber diskutiert, ob diese Zeile dann noch lesbar ist oder nicht. Mein Argument ist immer, wenn ich ein Sprachfeature nicht kenne, ist jede Form, jedes Sprachfeature nicht lesbar. Ja? Natürlich muss ich mit C# 7 vertraut sein, sonst würde es mir schwerfallen, diesen Code zu lesen. Aber an sich kann ich meine Intention recht schön ausdrücken durch dieses kleine Feature. Ja? Gut. Lasst mich überlegen, was ich hier hatte. Ja, da habe ich wieder eine Analyse durchgeführt. Also der Unterschied zwischen dem IS-Pattern und dem anderen, das hält sich sehr in Grenzen, auf das möchte ich jetzt nicht so genau eingehen. Und ja, das ist so eine Sache, ich weiß schon wieder, warum ich das reingegeben habe. Das ist jetzt so ein Fall, wo die Reihenfolge des Case
Statements wirklich eine Rolle spielen. Schaut mal genau hin auf die Zeile 153 und auf die Zeile 157. Diese Kombination macht so keinen Sinn. Warum macht sie keinen Sinn? Weil er immer in den ersten Reihen geht. Ja, wenn ich irgendwas übergebe, sowas wie 30, na, dann geht er in den ersten Reihen, obwohl auch der zweite gegeben ist. Es ist wichtig zu wissen, er geht nur in einen Reihen, nie in beide. Ja. Also wenn ich möchte, dass das Ganze Sinn macht, dann würde ich wahrscheinlich etwas besser das so machen, ups, das nicht so, sondern so, weil dann geht er in den ersten Reihen, wenn es größer 20 ist, und wenn es zwischen 10 und 20 ist, geht er in den zweiten Reihen. Da war eine Frage? Bitte? Ich habe es akustisch leider nicht verstanden. Okay. Nein, es ist nicht grundsätzlich Blödsinn. Es ist durchaus, vielleicht gibt es Fälle, aber man muss eben aufpassen drauf. Was ich sagen wollte ist, es macht einen Unterschied im generierten Code. Früher war das nicht so. Vor C-Sharp 7 war es definitiv im C-Sharp-Standard vorgesehen, die Reihenfolge der Case-Statements spielt keine Rolle, der Compiler darf die Reihenfolge der Case-Statements beliebig verändern. Das ist jetzt nicht mehr so. Es darf es nicht mehr verändern. Okay. Pattern-Matching. Die Pattern-Matching-Spezifikation für C-Sharp 7, die hat am Beginn, als C-Sharp 7 noch in den Kinderschuhen gesteckt ist, da waren viel, viel mehr und wesentlich mächtigere Features noch drin, als das, was es ins Produkt schlussendlich geschafft hat. Aber es ist ein Anfang. Ich hoffe und wünsche mir, dass in der nächsten Version von C-Sharp vielleicht hier noch das eine oder andere ergänzt wird. Also Pattern-Matching, da können wir uns vielleicht noch in Zukunft auf das eine oder andere freuen. Tuples. Vorletzte, die Ref-Returns spare ich mir, weil die sind zu trivial. Die Tuples sind eine spannende Sache und wir schauen uns als erstes mal die alte Syntax an und bei der neuen Syntax werden wir dann ganz genau wieder mit unserem DN-Spy hinter die Kulissen schauen. Das ist die alte Syntax. Worüber sprechen wir, wenn wir über Tupel sprechen? Das ist so eine typische Sache. Ihr seht an dieser Stelle Analyze without params. Das nimmt irgendwelche Zahlen, Numbers, und das berechnet die Summe und die Anzahl, trivial. Ja, und es gibt beide Ergebnisse zurück, sei es drum, ja, zwei Out-Variablen. Das heißt, wenn ich dieses Ding aufrufe, hier, muss ich zweimal Out-Var hinschreiben. Ja, auch nichts Besonderes. Was ist aber, wenn ich das Ganze als Return-Type zurückgeben will? Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann mir eine eigene Klasse bauen mit Summe und Anzahl und dann kann ich vom Analyze without vom Analyze kann ich eine Instanz dieser Klasse zurückgeben. Oder ich verwende etwas, was es in C-Sharp schon sehr lange gibt, nämlich Tupel. Tupel of T1, T2, T3 und so weiter. Und an dieser Stelle arbeite ich wie folgt, ich sage Analyze with Tuple und dann berechne ich die Summe und die Anzahl und zurückgeben tue ich einen New Tuple of int int. Und dann kann ich mit Item 1, Item 2, Item 3, Item 4, Item 5 auf die verschiedenen Tuple-Elemente zugreifen. Ist der Code noch lesbar? Natürlich nicht. Stellt euch mal vor, ihr seht nur das hier und ich frage euch jetzt, was ist Item 1? Ist es die Summe oder die Anzahl? Nein, ihr wisst es nicht. Ihr müsst in die Implementierung der Methode reinschauen, um rauszufinden, ob in Item 1 wirklich die Summe drin steht oder die Anzahl. Also alles andere als robust. Und das ist der Grund, warum auf Tupel in den meisten Fällen verzichtet wurde. Okay? Ja, das ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Wenn wir aber die neue Funktion uns ansehen, die hier, genau, dann schaut die Sache schon ganz anders aus. Denn was wir hier drinnen sehen, ist ganz neues Konstrukt, das hier. Das ist ein Tuple-Type. Wow, was ist denn das hier? Keine geschwungene Klammer, keine Klasse, das ist ein Tuple-Type. Das hier ist ein Datentyp, der aus zwei Feldern besteht, nämlich Sum und Count, und die können wir hier mit diesen runden Klammern zurückgeben. Ja, was erstellen wir hier jetzt im Hintergrund? Was passiert hier? Was wird hier angelegt? Wisst ihr was? Wir schauen einfach nach. Wir schauen nach, was denn das da im Hintergrund in Wirklichkeit ist, der Kollege hier. Ja, tun wir das. DN-Spy.
File, Open, Tuples, Bin, Release, CoApp 2, Tupeldemo. Da sind wir drin. Und da drinnen gibt es jetzt irgendwo unsere Console-App und da drinnen gibt es unser Programm und da drinnen gibt es jetzt ein Analyze with Tuple. Ist das das, was ich will? Ja, das ist das, was ich will, beziehungsweise eigentlich will ich die, lass mich nochmal nachsehen, ja, genau, diese Analyze-Methode. Na, das ist dann nicht die, sorry. Muss ich in der Main-Methode kurz nachsehen, welche hier aufgerufen wird. Es ist die Analyze 1, 2, die wird hier aufgerufen, genau. Ja, die wird aufgerufen. Und jetzt schaut mal, was hier an dieser Stelle zurückkommt für ein Typ. Das ist ein neuer Typ, der hier zurückkommt. Das ist ein Typ namens System.ValueTuple. Das ist das, was zurückkommt. Ich kann da auch draufklicken, da komme ich nirgends mehr hin. Das ist ein neuer Typ. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen ValueType, also eine Struct und keine Class. Und das ist das, was in Wirklichkeit im Hintergrund zurückgegeben wird. Wenn wir uns also die Main-Methode anschauen würden, dann würden wir feststellen, dass hier an der Stelle etwas zurückkommt, was eigentlich ganz ähnlich dem ist, was wir hier oben kennengelernt haben. Nur heißt dieses Ding nicht Tuple, sondern ValueTuple. Es ist also keine Class mehr, sondern eine Struct. Nur was er zusätzlich hat, und das ist jetzt kein Feature vom .NET mehr, sondern das ist ein Feature vom C-Sharp-Compiler, das ist IntelliSense. Ich kann jetzt einfach sagen, result. Result.sum, seht ihr das? Und die Tatsache, dass er hier dieses Sum kennt, dass das da oben das ist, das macht der C-Sharp-Compiler. Im Hintergrund übersetzt der C-Sharp-Compiler dieses Result.sum auf Result.item 1. Aber was er tut, ist, er erkennt den symbolischen Namen und lässt mir als Softwareentwickler die Möglichkeit zu, dass ich wirklich ein benanntes Tuple-Element verwende. Nachvollziehbar? Können wir uns ansehen. Lasst uns das kurz nachsehen. Wenn wir in unsere Main-Methode reinschauen, dann werden wir hier irgendwo entdecken, Analyze with Tuple, bla, und da müsste es irgendwo unser Analyze 1.2 geben, genau so ist es. Und wenn ihr genau reinschaut, dann werden wir, ja, sehen wir das irgendwo. Format, ja, hier sehen wir es. Item 1 und Item 2. Und da unten haben wir nochmal Item 1 und Item 2. Wenn wir uns aber den Code ansehen, dann verwende ich einmal hier den Namen Sum und einmal verwende ich den Namen Item 1. Nachvollziehbar? Der Compiler ist es, der C-Sharp-Compiler ist es, der weiß, dass Sum eigentlich nichts anderes ist als Item 1. Er schaut also in die Methodendefinition nach und weiß dann, also ein paar Zeilen drüber steht dann dort, dass es Sum ist. Ist das ungefähr klar, was ich meine? Ja? Cool. Ja, aber was ist, wenn ich diese Analyze-Methode, die hier, in eine Class-Library reinpacke? In einer Class-Library hat der C-Sharp-Compiler keinen Source-Code mehr. Da kann er nicht mehr reinschauen in den Quellcode und nachsehen, ob das ursprünglich im C-Sharp-Quellcode Sum oder Count geheißen hat, sondern er bekommt einfach eine Class-Library und zurückgegeben wird ValueTuple. Woher weiß er dann trotzdem, hat man dann keine Tuple mehr? Antwort hat man schon. Wenn wir nämlich auf dieses Analyze schauen, dann werden wir entdecken, ich habe das irgendwo drinnen, lasst mich mal schauen, wo habe ich das, wo habe ich das, wo habe ich das? Ja, hier haben wir es. Das habe ich übersehen. Da gibt es ein Attribut, das über unsere Methode, das ist die Methode Analyze, rein initiiert wird. Und da gibt es irgendwas ganz Komisches, da gibt es irgendwelche so komischen Hexzeichen und da vorne String Array. Dreimal dürft ihr raten, was das ist. Jetzt gehen wir mal her und sagen, da gibt es sicher irgendwo im Internet ein Binary to Text irgendwas Service. Ja? Schauen wir mal, ob das tatsächlich, ob wir da irgendwas finden.
Binary-to-Text-Converter. Ja? Und da schmeißen wir jetzt einfach mal unseren Bilian Text rein. Und da müssen wir jetzt nur ein wenig aufräumen. Schauen wir, ob ich es zusammenbringe. Ja, der funktioniert irgendwie nicht so toll. Ach, Binary, ich will Hex, danke. Hex to Text, schauen wir, ob wir da näher hinkommen. So, ja, wunderbar. Und jetzt seht ihr, was er im Hintergrund macht, was er tut. Der C-Sharp-Compiler, neu, ist, wenn ihr eine Methode findet, die ein Tupel zurückgibt an dieser Stelle, dann arbeitet er intern mit Value-Tupel. Was er aber zusätzlich macht, ist, er dekoriert die Methode mit einem Attribut, wo der Name der entsprechenden Tupel-Elemente in dem Attribut drinnen steht. So dass der C-Sharp-Compiler, wenn ich aus einer Class-Library diese Funktion rausziehe, mir weiterhin IntelliSense anbieten kann und überprüfen kann, ob das, was ich hinschreibe, wirklich Sinn macht. Und das macht er über Attribute. Nachvollziehbar? Das Takeaway an der Stelle ist, Microsoft hat nicht an den Fundamenten von .NET etwas verändert. Microsoft hat nicht .NET, die Common Language Runtime, um einen neuen primären Datentyp namens Tupel ergänzt. Sondern was Microsoft gemacht hat, Microsoft hat nur die Class Library ergänzt, die .NET Class Library, um eine neue Struktur, nämlich Value Tupel, und hat dem C-Sharp Compiler Roslyn einen neuen Trick beigebracht. Dass er nämlich auf dieses eine Attribut drauf schaut, damit ich IntelliSense bekomme. Nachvollziehbar? Das ist es, was hier im Hintergrund läuft. Ja, und da kann ich eine Menge an Sachen noch machen. Ihr könnt zum Beispiel ein paar Dinge, auf die möchte ich euch aufmerksam machen. Ihr könnt es zum Beispiel casten, ausdrücklich auf Value-Tupel. Na, es ist ein Value-Tupel. Ihr könnt dieses Ding, wenn ihr hier schaut, auch unbenannt erstellen. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil dann könnt ihr nur mehr mit Item 1 und Item 2 drauf zugreifen. Was aber spannend ist, ist die Deconstruction. Das ist das Letzte, was ich gerne hier ansprechen möchte. Die Deconstruction, die hier, unterscheidet sich von dem da oben, von dem hier, ja, dadurch, dass wir hier an der Stelle dieses var davor stellen. Ja, das ist, nicht dieses var davor stellen, das ist natürlich Blödsinn, sondern hier, das müssen wir vergleichen. Den hier müssen wir vergleichen mit dem hier. Dieses var hier bedeutet, result ist vom Typ tuple of sum and count. Allerdings hier unten haben wir jetzt keinen Tupel, sondern hier wird das Tupel dekonstruiert. Das heißt, wir haben zwei lokale Variablen vom Typ int und das Value-Tupel wird zerrissen in zwei lokale Variablen. Wisst ihr, wie ich meine? Welchen Sinn könnte das haben? Ja, nicht allzu viel. Es macht erst Sinn, wenn ihr an dieser Stelle dieses Underscore wieder bedenkt. Stellt euch vor, ihr bekommt ein Tupel bestehend aus 5 Feldern und interessieren tut euch genau das dritte. Die anderen interessieren euch nicht. Warum sollt ihr euch ein ganzes Tupel aufheben? Ihr könnt einfach sagen, ihr dekonstruiert den Spaß und überall dort, wo es mich nicht interessiert, bei 4 von den 5 Feldern, schreibe ich Underscore hin, dann schmeißt er sich Sharp Compiler weg, das interessiert ihn nicht, dafür habe ich keine Variable im Stack und er legt sich nur ein einzelnes Integer an und genau das bekommen wir dann. Okay? Bitte. Wenn das Tupel jetzt ein ja. Natürlich, es ist eine Struktur und damit wird diese Struktur kopiert. Ja. Und wenn ihr ein Tupel habt, das sehr groß ist, keine Ahnung, 20 Doubles oder ähnliches, ist überlegenswert, ob das gut ist, als Tupel zurückzugeben. Ihr müsst ja nicht auf das Switcher zurückgreifen. Aber deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man in so einem Workshop, wie wir es hier haben, hinter die Kulissen schaut, weil dann ist uns bewusst, was hier wirklich passiert. Ja. Nämlich eine Struktur. Ja, das ist vollkommen recht. Ja. Alle Nachteile und Vorteile einer Struktur werden hier schlagen. Tupels kann man auch als Literale schreiben. Ich kann einen Literal anlegen. An dieser Stelle erstelle ich jetzt eine quasi Konstante, ein Literal bestehend aus Sum 0 und Count 1. Okay, sei es drum. Das kann ich auch so schreiben. Dann macht es wieder relativ wenig Sinn, aber ja. Man muss eben dann mit Item 1 und Item 2 darauf zugreifen. Alles klar? Achtung,
Tuples sind mutable. Klingt etwas komisch, denn wir kennen ja alle die Regel, dass Strukturen immutable sein sollten. Tuples sind aber mutable. An dieser Stelle kann ich also zuweisen und kann sagen, literal.sum ist gleich und dadurch das Tupel verändern. Wenn ich aber read-only hinschreibe vor die Variablen-Deklaration, dann ist dieses Ding auch wirklich read-only und dann ist es immutable, je nachdem, wie ich es haben will. Nachdem es sich im Hintergrund um ganz normale Tupel handelt, kann ich natürlich alle Dinge wie generics, I enumerable of, list of, array of, dictionaries, tasks, async programming, funktioniert alles mit Tupel. Das ist also schon eine recht angenehme Angelegenheit. Und meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo man beginnt, sich mehr mit diesen Tupeln auseinanderzusetzen, kann man eigentlich an vielen Stellen hin und wieder unnötige Klassen einfach streichen. Ich brauche sie nicht mehr. Das kennt ihr sicher, oder? Ihr schreibt diese Helper-Klasse, die macht verschiedene Link-Queries und jedes dieser Link-Query gibt eine leicht andere Datenstruktur zurück. Einmal nur Vorname, Nachname und Geburtsdatum, Vorname, Nachname, Summe der Bestellungen im letzten Kalenderjahr, bla. Und was hat man bisher dafür gemacht? Für jedes dieser Ergebnistypen hat man eine eigene Klasse angelegt. Durch sowas kann ich zumindest bei kleinen Datentypen einfach Value-Tupel verwenden und dadurch spare ich mir eine Menge an Klassen. Nachvollziehbar, was ich meine? Ja? Schön. Tupels kann ich genauso gut, wie wir hier sehen, auch in Link verwenden. An dieser Stelle mache ich jetzt ein Select-Statement, also ein Link-Select, und dann bekomme ich hier ein IEnumerable of Square und Square Root zurück und das kann ich dann an dieser Stelle, ich zoome ein wenig rein, mit einem for each durchlaufen und ich bekomme tatsächlich in der Laufvariable MathResult wiederum ein Tupel mit den richtigen Feldnamen und ich kann mit IntelliSense und Early Type Checking ganz sicher auf diese Dinge zugreifen. Da kann mir nichts passieren. Ist elegant, oder? Mir gefällt diese Funktion sehr gut und ich verwende sie mittlerweile sehr häufig. Ein esoterisches Ding, das nur am Rande mit diesen Tupeln zu tun hat, aber trotzdem existiert und ich möchte euch dieses Ding nicht verschweigen, denn manchmal liest man es wo und dann denkt sich, das ist ein Tippfehler. Wir sprechen hier über sogenannte Dekonstruktoren. Na hurra! Es gibt Destruktoren, es gibt Konstruktoren und jetzt gibt es Dekonstruktoren. Ja? Nicht zu verwechseln mit den anderen beiden. Das ist eine Funktion, seht ihr die da unten, mit einem ganz bestimmten Namen. Der Dekonstruktor ist das. Das ist neu in C#. Und der Dekonstruktor erlaubt es mir, dass ich eine Klasse in diesem Fall zerlege, also dekonstruiere wie ein Value-Tupel. Der Punkt hier besteht aus x und y, das ist ein Point. Und wenn ich jetzt diesen Point zerlegen will in zwei lokale Variablen, nämlich Integer x und Integer y, kann ich das auf diese Art und Weise schreiben. Ich kann einfach schreiben var, weil ich will, dass er den Typ automatisch rausfindet, x und y. Und wenn ich hier drüber fahre, seht ihr, dann ist x int und y ist int. Und in Wirklichkeit wird er an dieser Stelle die Funktion deconstruct aufrufen, und die Out-Parameter, die hier zurückkommen, in der angegebenen Reihenfolge den lokalen Variablen hier zuweisen. Ich hatte bisher noch keinen Einsatzbereich für dieses Feature, aber vielleicht habt ihr sowas. Ich hatte es bis jetzt noch nicht. Trotzdem, ich mache dieses Feature gerne in diesem Workshop, weil man liest es dann irgendwo. Man liest irgendwo in irgendeiner Doku Deconstructors und dann denkt man sich, das ist jetzt ein Tippfehler, die meinen Destructor. Nein, nein, Dekonstruktor ist tatsächlich etwas Neues und das ist neu in C# im Sprachuniversum drinnen. Die muss Deconstruct heißen und es kann mehrere geben, ja. Ja, schön. Wir landen damit langsam Richtung Ende des Tages. Es gibt noch zwei kleinere Features, Ref-Returns und Value-Tasks, auf die möchte ich heute nicht mehr eingehen. Die sind wirklich relativ klein und sehr, sehr selten Spezialfälle, wo man die wirklich braucht.
ja, wir haben noch ein paar Minuten, schauen wir unsere Ref-Returns und dann gehen wir in die Summary. Über Ref-Return kann man noch nachdenken. Und zwar Ref-Return bedeutet Folgendes. Schaut euch bitte diesen Testcode an. Das ist der hier. Ja. Schaut mal her, ich gehe jetzt her an der Stelle und baue mir ein Array, ich nenne es mal Tic-Tac-Toe-Board, bestehend aus 9 Underscores zusammen und wandle das Ganze in ein Character, einen Char-Array um. Das ist also nichts anderes als ein Character-Array der Länge 9 und das weise ich mir diese Variable zu. Und dann baue ich mir hier eine kleine lokale Funktion, getElement, und achtet bitte an der Stelle drauf, dass hier ref-char zurückgegeben wird. Seht ihr das? Und beim Return-Statement steht ebenfalls ref. Der wesentliche Faktor daran ist, dass ich jetzt an dieser Stelle getElement aufrufen kann und dann bekomme ich nicht eine Kopie des Characters an der Stelle 1,1, sondern ich bekomme eine Referenz auf das Character innerhalb des Arrays und aus diesem Grund kann ich in derselben Zeile einen Wert zuweisen. Es drehen sich vielen C-Sharp-Entwicklern bei dieser Zeile Code, dreht sich der Magen um. Hier wird eine Methode aufgerufen und dann dem Methodenaufruf ein Wert zugewiesen. Ja? Das funktioniert eben deshalb, weil an dieser Stelle ref drinnen steht. Ja? Das ist es, was hier gemacht wird. Anwendungsbereiche selten. Ja, es ist mehr eine Performance-Optimierung und es ist mehr etwas, was Microsoft für sich selbst gebaut hat, weil es im Hintergrund im .NET-Framework einige Optimierungen gibt, die man damit jetzt machen kann, weil man keine Kopien mehr herstellen muss und wenn man ganz gezielt so weit schon optimiert, dass es darum geht, ob man ein paar Bytes kopiert oder nicht, da ist es manchmal leichter, einen Pointer zurückzugeben, als eine Kopie eines Value-Types durchzuführen. Also, ein Punkt am Rand. Lasst uns zusammenfassen. Ich habe euch für den heutigen Tag versprochen, dass es wieder mal ein Tag zum Thema Visual Studio 2017, .NET Core und Neuerungen in dem Bereich gibt. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns sehr intensiv mit .NET Core, .NET Standard und Core auseinandergesetzt. Ich habe angekündigt, dass wir uns heute verstärkt um die beiden Themen Migration und um das Thema Microservices kümmern. Migration habe ich versucht dadurch abzubilden, dass wir uns intensiv damit beschäftigt haben, was denn dieses .NET Standard alles soll, wie man standardkonforme Class Libraries erstellt, wie man .NET Standard Class Libraries und .NET Full Framework Class Libraries mischt, welche Referenzen hier möglich sind. Wir haben über die Compat-Gym gesprochen, wir haben über diese Assembly Redirects mit MS Core Lib und System.io und so weiter gesprochen und haben da ein wenig tiefer reingeschaut. Am Nachmittag haben wir uns speziell vor dem Hintergrund von diesem Bild ein wenig um das Thema Plattformunabhängigkeit auf der einen Seite, aber vor allem auch Microservices gekümmert. Wenn wir vor einem Hintergrund verstärktem Cloud-Einsatzes und Cross-Plattform uns .NET ansehen, dann können wir, glaube ich, und das stimmt ihr mir hoffentlich nach diesem Workshop zu, können wir sagen, dass wir mit .NET als .NET-Entwicklerinnen und .NET-Entwickler wirklich am aktuellsten Stand der Technik sind. Wir sind definitiv ganz weit vorne mit dabei und wir brauchen uns im Gegensatz zu vor ein paar Jahren vor den Node-coolen Leuten nicht mehr zu verstecken. Wir können mit .NET Core auf Linux, wir können mit .NET Core perfekt in Docker, wir können mit .NET Core Non-Blocking APIs bauen, mit Async, Await und TPL und alles, was das so kann. Also ich finde, wirklich fürs Backend und für Microservices-Umgebungen ist .NET Core mittlerweile hervorragend geeignet und eine wirklich, wirklich gute Plattform. Und das wollte ich mit dem zweiten großen Thema, mit diesem Microservices-Thema, mit dem Platform-as-a-Service- und Container-Demo, da wollte ich das herzeigen.
natürlich abgeschlossen. Jetzt haben wir den heutigen Tag, in dem wir die letzten knapp 1,5 Stunden uns mit Sprachfeatures auseinandergesetzt haben. Jetzt kann man natürlich die C-Sharp 7 Sprachfeatures wahrscheinlich in 15 Minuten runterbeten, aber ich habe mir gedacht, bei einem Workshop sollten wir tiefer gehen. Und deshalb diese kleinen Versuche Richtung D&Spy, dass wir das Ganze etwas rückwärts kompilieren, ein wenig Purview, um uns Performance-Gründe anzusehen, ob die Local Functions wirklich schneller sind. Das war ein wenig die Art und Weise, wie ich hoffe, dass jeder, auch die von euch, die vielleicht schon einen Artikel über C-Sharp 7 gelesen haben, was Neues mitnehmen kann. Ein paar letzte Minuten hätten wir noch, wenn es noch Fragen gibt. Gibt es an dieser Stelle schon Fragen, die wir diskutieren sollten? Wunderbar. Dann passt das Zeitmanagement, glaube ich, sehr gut. Ich bedanke mich dafür, dass so viele von euch sich die Zeit genommen haben, mit mir einen Tag hier zu verbringen. Vergesst bitte nicht, ich habe alle meine Unterlagen auf GitHub. Ich werde zum Abschluss das hier nochmal an den Videobeamer werfen, für diejenigen von euch, die sich das vielleicht noch nicht notiert haben. Kleiner Hinweis in eigener Sache, ich mache in diesem Jahr 3 Sessions, falls sie euch interessieren. Eine Session, da geht es um .NET und Docker, die ist morgen, das ist morgen meine erste Session nach der Keynote natürlich. Dann gibt es eine Session für die Microservices, Leute von euch, ich mache eine Session über Application Gateways, AP Gateways, sehr architekturlastig, wozu, was macht das Ganze und wie kann man es in Azure und mit Nginx auf Docker beispielsweise umsetzen. Und meine 3. Session übermorgen, das geht dann ganz ins Web-Development rein, das hat nichts mit C-Sharp zu tun, da sprechen wir über NPM, Yarn und Co., also wenn das interessiert, ihr seid herzlich eingeladen. Vielen Dank fürs Kommen, danke für den C-Sharp-Workshop und ich freue mich schon auf eine schöne Bastelwoche mit euch.